Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute befinde ich mich in Grünbach im Vogtland und ich laufe zur Talsperre Falkenstein. Auf dem Weg dorthin soll es einige Aussichtspunkte und Felsen geben. Auf dem Rückweg laufen wir dann zu den Rissfällen. Und wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich starte vom Wohnmobilstellplatz Nordic Camp. Dieser liegt etwas abgelegen von Grünbach, mitten in der Natur und bietet 5 Campern Platz. Die heutige Wanderung ist etwa 11 Kilometer lang und beinhaltet ca. 320 Höhenmeter Aufstieg. Bereits nach wenigen Metern überquert man die Weiße Gölsch und gelangt zu einer Wanderkarte, auf der die gängigsten Wege der Region ersichtlich sind. Also, wir befinden uns hier, laufen zur sogenannten Bastei, dann zum Schwarzen Stein und Mönchsfelsen, dann geht's weiter zum Luisenfelsen, kommen zur Talsperre Falkenstein und laufen zurück durch das Landschaftsschutzgebiet Oberes Gölschtal zu den Rissfällen. Einen Großteil der heutigen Wanderung verbringe ich auf dem Felsenweg Nummer 2. Insgesamt gibt es in dieser Region 3 von diesen Felsenwegen. Das Wetter ist traumhaft und lädt wieder zu einer tollen Entdeckertour ein. Auch die Nacht auf dem Nordic Camp war erholsam und ruhig. Diesen Stellplatz kann ich also durchaus empfehlen. Ja, und die Natur hier sieht auch gut aus. Der Wanderweg folgt der Weißen Gölsch auf ihrem Weg zur Talsperre Falkenstein. Und so bietet sich öfter eine Gelegenheit für schöne Motive oder eine erfrischende Abkühlung bei den sommerlichen Temperaturen. Einige schöne Pausenstationen scheint es auch zu geben auf diesem Wanderweg. Hier ist es doch wirklich idyllisch und ich könnte mir gut vorstellen, an dieser Stelle eine entspannte Frühstückspause zu machen. Gefrühstückt habe ich aber schon beim Camper, also lasst uns die Wanderung lieber fortsetzen. Der erste Aussichtspunkt ist nicht mehr weit. Noch 100 Meter bis zur Bastei. Ich lasse den breiten Schotterweg hinter mir und begebe mich auf einen wildromantischen Pfad. Was ist euch eigentlich lieber? Befestigte, breite Wanderwege oder darf es auch auf schmalen Pfaden über Stock und Stein gehen? Schreibt gerne in die Kommentare, welche Wege ihr bevorzugt. Jetzt geht's steil hinauf. Auf diesem Abschnitt sollte man etwas darauf achten, wo man hintritt. Einige Holzstufen haben sich über die Zeit aufgelöst und übrig geblieben sind nur noch die Moniereisen, welche aus dem Boden ragen und eine Stolper- bzw. Verletzungsgefahr darstellen. Hinauf zu der 1890 erschlossenen Bastei sollen angeblich 250 Stufen führen. Mitgezählt habe ich allerdings nicht. Nach den paar Stufen angekommen an der Bastei-Aussicht. Tja, die Aussicht zeigt uns einen Blick ins Tal voller Bäume. Aber was besonders schön ist, sind die Felsformationen hier drüben. Dann geht's mal die nächsten Treppen weiter bergauf. Treppenlaufen soll ja bekanntlich gesund sein. Mal sehen, ob sich meine Knie heute Abend bei mir dafür bedanken.
Und schon komme ich an den nächsten Felsen vorbei, die gerade herrlich von der Sonne angestrahlt werden. Ein bisschen wird mir warm. Ich glaube, die Weste kann ich langsam ausziehen. Ein kurzes Stück zum Verschnaufen führt an der Bahnstrecke Falkenstein-Muldenberg entlang. Diese ist eine Nebenbahn in Sachsen, welche als Verbindungsbahn zwischen den heute nur noch teilweise in Betrieb befindlichen Strecken Herlers-Grün-Oelsnitz und Chemnitz-Adorf errichtet wurde. Sie beginnt in Falkenstein-Vogtland und führt über Grünbach nach Muldenberg. Die Bank kommt mir recht gelegen, Rucksack ab und erstmal die Weste ausziehen. Wir befinden uns nun am alten Bahnwärterhäuschen und von hier aus soll man den Blick zur Zugspitze haben. Lassen wir uns mal überraschen. Tatsache, Zugspitzblick. Nach dem tollen Ausblick auf die Zugspitze geht es weiter hinauf. Der Felsenweg Nummer 2 schlängelt sich an dieser Stelle abwechslungsreich durch die Natur. Das hier ist der versteinerte Mönch. Den schauen wir uns mal genauer an. Es handelt sich um eine Felsformation aus Grauwackenquarzit, zu der es auch eine Sage gibt. Unterhalb vom versteinerten Mönch befindet sich eine Höhle. Hier soll einst ein vogtländischer Waldgeist namens Moosmann mit seiner Frau gelebt haben. Es kam der Tag, da lag das Moosweiblein im Sterben. Ein Mönch kam an der Höhle vorbei und der Moosmann bat ihn, seiner Frau den letzten Segen zu geben. Der Mönch lehnte ab und verwehrte die Hilfe. »Hart wie ein Stein ist dein Herz, Mönch, so sollst auch du zu Stein werden«, sprach der Moosmann. Seine Frau starb, der Mönch wurde zu Stein und steht bis heute an dieser Stelle. Ja, ein interessanter Felsen, sogar mit kleiner Höhle zum Durchkriechen. Als nächstes sollte nun der schwarze Stein folgen. Das Gestein wirkt an manchen Stellen wirklich schwarz, das erklärt den Namen dieser Felsformation. Das hier in der Gegend vorkommende Grauwackenquarzit ist ein dunkelgraues Sedimentgestein, welches sich über Millionen Jahre unter hohem Druck und großer Hitze aus Sand und Schlamm entwickelt hat. Scheinbar war Willi oder Fritz hier, sieht nach einem Shelterbau aus. Und er hat eine Gartensalami verspeist. Weiter geht's. Lasst uns nochmal auf den Stein gehen. Kurz das Gipfelglück hier oben genießen und schon kann es weitergehen zum Luisenfels. Auf meiner Wanderkarte soll an dieser Stelle ein Pfad zum Luisenfels abzweigen. Jedoch kann ich hier weder ein Wanderschild noch einen Weg erkennen. Also verzichte ich auf diesen kleinen Abstecher und begebe mich direkt weiter zur unbewehrten Brücke. Dieser Wegübergang über die Bahnstrecke wurde 1892 erbaut und besitzt Seltenheitswert, da die Brücke mit den offenen und gewichtssparenden Übermauerungen eine Vorreiterrolle zu den erst um 1900 entwickelten Eisenbetonbrücken einnimmt. Die
diese Bank befindet sich noch im Bau oder hat ihre besten Zeiten schon hinter sich. Nun führt uns der Weg an den Lohbergfelsen vorbei. Dieser Wanderweg lässt mein Entdeckerherz wieder höher schlagen und ich muss der Versuchung widerstehen, auf all die Felsformationen zu klettern. Sonst komme ich ja heute überhaupt nicht mehr am Ziel an. Vor uns liegt jetzt die Talsperre Falkenstein. Ich biege wieder auf einen breiten Schotterweg ab und durch die Bäume kann man die Talsperre bereits erkennen. Jetzt wird's Zeit für Mittagspause. Tja, die Aussicht ist nicht so berauschend, weil alles zugewachsen ist, aber wir kommen jetzt weiter runter Richtung Wasser. Da ich mir nicht sicher bin, ob man über die Staumauer laufen kann, biege ich an dieser Wegkreuzung nach rechts ab und gelange so zum Ende der Talsperre. Das ist mal ein cooler Abenteuerspielplatz. So, das musste sein. Die Talsperre Falkenstein wurde 1977 offiziell in Betrieb genommen und diente zur Brauchwasserversorgung der ortsansässigen Gardinenweberei Falgard. Da es keine Industrie mehr gibt, die Brauchwasser benötigt, sind die derzeitigen Hauptnutzungen der Talsperre der Hochwasserschutz und die Freizeiterholung, insbesondere Baden. Nun verlasse ich den offiziellen Felsenweg 2 und laufe eine kürzere Strecke zu den Rissfällen. Diese Abkürzung hat es allerdings, wie sich später für mich herausstellen soll, in sich. Ein Grenzstein mit der Zahl 100. Das ist die perfekte Überleitung für ein großes Dankeschön an meine 100 Abonnenten. Ich bin seit knapp 8 Monaten dabei und hätte nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert, 100 Abonnenten zu bekommen. Ich freue mich, wenn ich euch unterhalten kann mit meinen Videos und ja, danke euch. Danke euch für jedes Like, was ihr da lasst, für jedes neue Abo, was dazukommt. Und ja, ich hoffe, ich kann euch weiterhin gut unterhalten mit meinen Wandervideos und seid gespannt, wie es weitergeht. Jetzt aber weiter bei der Wanderung. Es geht wieder steil bergauf, aber ich erblicke gerade dort hinten im Wald ein Gebäude. Das schauen wir uns auch mal an. Sieht interessant aus. Mal hier oben an. Ich habe keine Ahnung, worum es sich handelt. Okay, wir brauchen eine Taschenlampe. Beheizen konnte man das Gebäude auf jeden Fall. Das Loch in der Wand wird wohl für ein Kaminrohr gewesen sein. Oder Ofenrohr. Ja, viel mehr gibt es aber nicht zu sehen. Dann schauen wir mal unten.
Decke sieht nicht mehr ganz so gut aus. Die ist schon ziemlich gewölbt. Nicht viel zu erkennen. So. Also ich habe eben mal schnell recherchiert und im Internet steht, es soll sich um eine alte Schanze handeln. Durchaus möglich, dass den Berg hier runter eine alte Skischanze war. Naja, dann mal weiter. Ja, ich denke, jetzt ist es bestätigt, das ist wirklich eine alte Skischanze. Die Göltschtal-Schanze wurde 1924 erbaut und war bis 1980 in Betrieb. Grund für die Stilllegung waren die immer schneeärmer gewordenen Winter in diesem Gebiet. Hier fehlen ein paar Stufen. Ich mache ja sonst viel Blödsinn mit, aber das lasse ich diesmal. Das Geländer ist alles nicht mehr so vertrauenswürdig. Jetzt geht's aber zu den Rissfällen. Der nächste Kilometer des Weges ist stellenweise verwuchert, an einigen Stellen rutschig und hat bis zu 26% Neigung. Das zehrt zugegebenerweise an meinen Kräften und ich bin froh, wieder auf einen befestigten Weg zu gelangen. Mächtig steil. Als Belohnung gibt es am höchsten Punkt der heutigen Wanderung eine kleine Schneise im Wald, die den Blick in Richtung Falkenstein ermöglicht. Dann geht es weiter über eine Teerstraße und einen Schotterweg. Nach der beschwerlichen Steigung und einer gefühlt ewig langen Teerstraße nähern wir uns nun den sogenannten Rissfällen. Ich bin gespannt, ob sich's gelohnt hat. Die Rissfälle gelten als einzigste Wasserfälle im Vogtland und stellen damit eine sehenswerte Besonderheit in dieser Region dar. Bis jetzt kann ich noch kein lautes Getöse des Wasserfalls hören. Der Weg führt noch ein Stück hinauf und ich folge gespannt dem Bachlauf. Und da sind sie, die Rissfälle. Spektakulär rauschen die Wassermassen über die ersten Kaskaden in die Tiefe. Mir fehlen die Worte bei diesem majestätischen Anblick und voller Ehrfurcht beschreite ich den weiteren Weg hinauf. Teilweise kann ich hier nur durch waghalsige Aktionen den immer schmaler werdenden Pfad emporsteigen. Sicherungsmöglichkeiten oder gar ein Geländer sucht man hier vergebens. Achtet auf sicheres Schuhwerk, Sandalen oder Turnschuhe sind zu empfehlen. Jeder Schritt sollte mit Bedacht erfolgen. Spaß beiseite, natürlich sind die Rissfälle keine Giganten. Aber der Weg mit den einzelnen Mini-Wasserfällen ist wirklich sehenswert. Interessant ist auch, dass dieser Graben von Menschenhand erschaffen wurde. Im 16. Jahrhundert wurde der sogenannte Riss auf 4 Kilometer Länge angelegt, um Holz zu flößen. Über die Jahrhunderte hat sich das Wasser immer tiefer in den felsigen Boden des Göltschtals eingearbeitet und so entstand dieser kleine idyllische Ort. Das waren also nun die Rissfälle. Mit ein bisschen mehr Wasser im Bachlauf sehen die Rissfälle garantiert noch imposanter aus. So war es trotzdem ein schönes Wanderziel. Könnte man noch mal herkommen an einem schönen, warmen Sommertag. Der letzte Kilometer
führt auf einem breiten Schotterweg am Bach entlang zurück zum Wohnmobilstellplatz Nordic Camp. Und dann gibt es ein kühles Erfrischungsgetränk und Abendbrot. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mich das nächste Mal auf einer Stempeltour um das Kyffhäuser-Denkmal begleitet. Mit einem Klick auf den Kreis unten links könnt ihr kostenlos den Kanal abonnieren und vielleicht ist ja auf der rechten Seite ein weiteres Video von mir, das euch interessiert.